Ja, hallo, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Beasley vollkommen fertig gemacht, obwohl er uns vollkommen fertig gemacht hat. Ja, wir bekommen keine Erfahrungspunkte, Galt, Elementerz und so, deswegen nehme ich mal an, das war der letzte Kampf im Spiel. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, was als nächstes passiert. Elysium, ja super. Und Gemüsesticks. Okay. Ending? Fragezeichen. Oh, Hallöchen. Damn you, Luger! Oh no, look out! I wouldn't use the Chromatis again if I were you. A direct pact like that, you'd then run the risk of degenerating and becoming a divergence catalyst yourself. Considering the sheer power at your disposal, you would transform in the blink of an eye. Well, I never expected that you would surpass me. Jetzt wird er zum Streukatalysator, ne? Oder? Nee. But that is exactly what makes humans so interesting. We never do what's expected. Want my wish, Origin? Let me tell you my own personal wish. To take this fist and punch you all to oblivion! Beasley Bacor, may your soul rest in peace. A man who gave his life to fulfill his duty. Kommt er überhaupt nicht bekannt vor? I'm so glad that you all came to find me. You too. Of course.
Ja, was passiert jetzt? There is nothing to fear. If it comes to it, I'll handle things. Yeah. The Great Spirit Origin. The one and only. I am very pleased to meet you, King Gaius. You know about me? Of course I do. You see, the souls tell me everything. They're sort of like my little birds. You seem quite curious about humans. Perhaps, but not as much as you, Maxwell. I suppose this is our first meeting, but we have little time for pleasantries. We have a request. To rid the fractured dimensions and continue soul purification. Precisely. I would be willing to help you if you think you're at your limit. Even if that meant endless torment? Even so. You really do love humans, don't you? Mila, wait! Enough! Oh, den gibt's auch noch. Origin to continue the purification. I refuse to stand idly by as you continue to torment him with your corruption. Thank you, Kronos. Your concern for me has consumed you for far too long. You mustn't burden yourself over me. We must make the humans accountable and have them pay for their crimes. What's so funny? Well, you just showed the most human thing about you. It reminds me why I love humans. What? I hereby grant these representatives of humanity the right to make one wish. Luger and El, for overcoming the trial and opening the door, the wish is yours. Me and Luger? Yes, wish for anything, but you must decide together. I could even undo your transformation into a catalyst. No, you can't do that. We have to wish away the fractured dimensions. I suppose one way to save her would be for me or Luger to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number. And all transformations in progress would be cancelled. Oh man. So then, what shall it be? Bitte gib mir jetzt nicht einen Zeitdruck. Bitte rettet L oder vernichtet alle Spitterdimensionen. Aber warum muss ich ihn dann bitten? Oh Mann. Ich glaube, diese eigene Entscheidung könnte irgendwie ein Ende oder so hier beeinflussen, oder? Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle oder L? Oh, ich rette ja alle, wenn ich L rette, oder? Nur stirbt dann Ludger. Ja, super. Da. Letzte Entscheidung hoffentlich. Aber sie muss doch auch einig werden, oder? And what about the fractured dimensions? Ich werde mich selbst um sie kümmern. Ja. Wait. Do you honestly think you and a few agent stragglers can destroy every last fractured dimension? Ja. Answer me, Luger. Es gibt mir nicht mehr so eine Entscheidung wie bei Julius. Nein, ich bin sturköpfig. I admire your resolve, but if you insist on going down this road, you'll become a catalyst yourself.
And then, you won't be able to save anyone. Boah, es macht es doch nicht so schwer, ey. Thank you so much, Luker. But please, I don't want you to do that to yourself. Please, Origin, make the fractured dimensions disappear. Are you okay with this? Ja, da müsste ich doch auch einverstanden sein, oder? Anything to keep Luger from vanishing forever. That's the last thing I want to happen. Very well. Then I will grant your wish. All fractured dimensions shall be eliminated. Doch, wir müssen uns einig sein. So sad. You'll see me again. The real me. Humans truly are foolish. True. But nevertheless, they still passed the trial. This time, anyway. Kronos, we shall seal away the miasma. Together. But know this, your trial has not yet ended. Oh, nee. Was? Oh Mann! Was ist das denn für ein Ende? Oh. Oh. Das war's. Alice ist jetzt tot und wir anderen leben jetzt weiter, als wäre nichts gewesen. Oh. Ron hat die gleiche Stimme wie Rideau gehabt. Ah. Geist hat die gleiche Stimme wie Beasley gehabt. Julius, Victor und Kronos hatten alle die gleiche Stimme. Oh. Reference, warum? Warum sind ja alle einzelnen Tales of Teile aufgelistet? Ja, okay, dann Zusammenfassung. Was denke ich über das Spiel? Wenn man jetzt von dem Ende absieht, war es eigentlich richtig gut. Ich habe jetzt schon lange darüber nachgedacht, welches Spiel ich besser finde. Entweder den Teil oder den ersten Teil. Weil der erste Teil. Muss man darüber nachdenken, irgendwie. Ja, da tut man alle Orte erstmal neu entdecken. Hier, was weiß ich, Fenmont und all sowas. Und hier tut man eigentlich alle Orte nochmal besuchen. Nur irgendwie besser, würde ich sagen. Keine Ahnung. Die Story war eigentlich dann nicht so lang, wenn man jetzt nur die Hauptstory hier mitzählt. Aber die ganzen Charaktermissionen und so, die haben noch ein bisschen dazu was beigetragen. Was noch? Man hatte alle Charaktere vom ersten Teil. Man hatte drei weitere Charaktere. Das Kampfsystem war gleich, mehr oder weniger. Man konnte sich verwandeln. Verbundene Arzt konnte man mit jedem haben. Man musste Geld zurückzahlen. Was andere ja irgendwie voll blöd fanden, angeblich. Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht.
Ja, was noch? Ich habe jetzt echt nicht bis zum Ende darüber, weiß nicht, ich habe bis zum Ende irgendwie nicht damit gerechnet, dass Beasley irgendwie der letzte Boss war. Ich dachte ehrlich gesagt Julius oder Kronos, vielleicht sogar Origin, aber Beasley, oder? Ich mir irgendwie nicht so, ja, Redo hätte auch noch auftauchen können. Ich habe mich auch gefragt, der ist einfach so verschwunden. Vor allem, der ist einfach die Brücke geboren für Beasley und fertig. Ich dachte eigentlich, den würden wir nochmal irgendwo sehen, aber anscheinend nicht. Schade. Ich meine, nicht schade. Ich konnte den Typ nicht leiden. Was noch? Ich habe irgendwie den Sinn von Rollo irgendwie nicht verstanden, warum der überall mitkommen musste. Bis zum Ende und so. Ich meine, warum ist der mitgekommen? Der hat nie was gemacht. Ich kann übrigens auch nicht die Musik jetzt gerade hören. Ich muss wahrscheinlich sowieso ein bisschen labern, damit nicht irgendwie, was weiß ich, Copyright oder so kommt. Deswegen laber ich einfach weiter und sag meine Meinung zum Spiel. Bams. Was noch? Ja, Charaktere waren natürlich viel witziger als im ersten Teil, fand ich. Weil irgendwie die anderen 6 Charaktere haben schon Schlimmeres erlebt, im ersten Teil wahrscheinlich. Gaius und Musi wurden irgendwie auch jetzt nicht in den Dreck gezogen, aber auch irgendwie viel sympathischer und witziger dargestellt. Vor allem Gaius Probleme mit den ganzen GHS-Geräten hier, mit den Telefonen und so. Und Musi sowieso. Bei der ich irgendwie die ganze Zeit den Verdacht hatte, dass sie irgendwie mit irgendeinem Charakter rummachen will. Und ja. So aus, als wenn die Credits gleich zu Ende ist. Deswegen sage ich einfach mal, ja, ich fand das Spiel eigentlich ziemlich gut. Ich würde sogar sagen, das ist besser als der erste Teil für mich gewesen. Auch wenn ich wahrscheinlich dann jetzt Schläge bekomme, wenn ich sowas sage, aber ja, ich fand den Teil irgendwie besser als den ersten. Weil, keine Ahnung, der erste Teil war so irgendwie so ein riesiger Ego-Trip von Mila, habe ich so das Gefühl. Ja, ich muss meine Pflicht erfüllen. Boah, ich bin Maxwell und so. Und ja, das ist auch schon ein bisschen versessen gewesen. Ich meine, sie hat all das im ersten Teil nur gemacht, weil es irgendwie ihre Pflicht war. Weil sie irgendwie mehr oder weniger programmiert worden ist. Würde ich mal so sagen. Und ja, in diesem Teil war es irgendwie menschlicher dargestellt. Vor allem war das Spiel auch richtig dunkel. Da sind ja Sachen passiert, von denen er nicht gedacht hätte, dass das passieren würden. Wenn du den so im ersten Teil so anguckst, der war ja noch so ein bisschen, ja, harmloser dargestellt, mehr so Fantasy-mäßig, aber hier waren so richtig ernste Sachen dran. Ne? Der Tod von der Mila aus der Splitterdimension, Kampf gegen Julius, dass man sich sogar gegen die ganzen Charaktere stellen konnte, was auch noch irgendwann kommen wird. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt vor oder nach dem Ending hier hochladen werde. Ich glaube aber nach. Ich werde den direkt gleich nochmal versuchen, den Kampf, und ja, mal gucken. Ich glaube, es gibt auch mehrere Endings. Jetzt hätte ich aber keine Ahnung, wie ich ein anderes Ending auslösen konnte. Hätte ich vielleicht vorher irgendwie sagen sollen, dass ich L retten werde? Oder, weiß nicht. Hätte ich von mich aus sagen sollen, dass ich alle Splitterdimensionen kaputt machen wolle? Weil er nette hat. Aber wir mussten uns so einig werden, warum wurde der Wunsch dann trotzdem erfüllt. Ich dachte, Origins hat doch selber noch gesagt, man muss sich einig werden. Und, hoffentlich kommt jetzt noch irgendwas. Ich bin jetzt ziemlich gespannt. Irgendeine Anime-Cutscene muss auch noch kommen. Ja, sowas. Good morning to you, President Kresnik. You have a meeting scheduled today with the new chairwoman of the Rugen Consortium, sir. And the chairwoman's name is Laura. Miss Laura Malmarta. What? How do you do, Mr. Kresnik? I'm Miss Laura Marta. It's a pleasure to finally meet you.
now? Is something wrong? Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie das Gespräch jetzt beginnen wird zwischen den beiden. Hey, das klingt jetzt merkwürdig, aber ich bin ein Kind von dir. Ja. Merkwürdig. Ende. Okay. Das war's dann. Mit anderen Charakteren sieht man leider nichts mehr. Und ein Titel, der Fatalist. Und ein Titel, Chromatus-Steuerung. Okay. Dem Schicksal ergeben, erlangt eine... Ich habe 1 Million Gold bekommen, was? Farbvariation Ludgar, ein stylisches neues Outfit. Victors Outfit, Victors Chromatus-Kontrolle, okay. Victors übliche Aufmachung, dieses Outfit erinnert Elle an ihren Vater. Endloswalzer, ein Buch mit dem Ludgar Zorn zum Kriegsart Endloswalzer erhält. Schattenbänder, ein geheimnisvolles Relikt, das ungeahnte spirituelle Kräfte besitzt, verleiht seinen Träger Zugang zu einer bestimmten Prüfung. Oh, jetzt geht's los, ne? Glückwunsch zum gewonnenen Spiel, deine Daten werden gespeichert. Wenn du deine Daten aus dem durchgespielten Spiel lädst, geht das Spiel mit dem Start unmittelbar vor Abschluss des Spiels weiter. Neues Spiel Plus wurde auf den Titelbildschirm hinzugefügt. Wenn du diesen Spielmodus wählst, startest du ein neues Spiel, bei dem du alle Infos aus den Abschlussdaten übernommen werden, aber nur aus abgeschlossenen Spieldurchläufen. Du hast die folgenden Fertigkeiten erlernt, die du einsetzen kannst, wenn du verwandelt bist. Chromatus, Antrieb und Schongang. Diese beiden können über den Fertigkeitsbildschirm eingestellt werden. Ja, dann würde ich aber sagen, wir speichern jetzt mal hier. Das werden wir aber vielleicht nochmal aufbewahren. So. Okay. Haben wir das auch gelöst? Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder direkt rausgeschmissen da, ja. Whoops, weg damit. Copyright. Hey, es ist wieder L im Dingens, okay. Will mal kurz laden. Weil die ganze Zeit war jetzt L nicht mehr im Titelbildschirm. Als sie gefangen genommen worden ist von Beasley. So. Dann gucken wir nochmal hier. Und L ist immer noch nicht da. Wie blöd hat man die nicht hat bis zum Ende. So, was haben wir denn alles bekommen? Schattenbänder. Victors Outfit. Elysium. Was haben wir bekommen? Genau. Kaputte Uhr. L. Farbvariation. Ludgar. Schattenbänder. Was könnte das sein? Okay, Endloswalzer. Okay, jetzt haben wir noch Schongang und all sowas. Chromatus-Antrieb. Der Chromatus-Anzeige fühlt sich doppelt so schnell, wenn du Ludgar unter 30% seiner Maximal-KP ist. Ja, warum nicht? Jetzt werde ich einfach wieder wie blöd einsetzen. Scheint irgendwie keinen... Oder vielleicht hat er hier einen Einfluss gehabt. Gespotten im vermalten Zustand lernt sich die Chromatus-Anzeige um 50% langsamer. Was? Okay, werde ich mir merken. Dann gucken wir uns noch die ganzen Klamotten an. Und zwar... Farbvariation. Sehr gut. Sieht irgendwie komisch aus. Sieht irgendwie aus wie Asterix. Das ist nur so eine schwarze Jacke oder so. Victor. Victors Outfit. Sehr gut. Ist eigentlich auch cool. Ja, dann würde ich sagen, das war der letzte Part. Ja, das war nicht der letzte Part, das war das Ending von Tales of Xillia 2. Und ich weiß nicht, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich mal noch ein Ende da anreihen, und zwar das, was passiert wäre, wenn ich gegen unser Team gewonnen hätte, bevor wir gegen Julius gekämpft haben. Da habe ich nämlich auch schon einige Vorbereitungen getroffen, und das werden wir auch dann direkt mal zeigen. Ansonsten würde ich aber nur sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.